Vielleicht habt ihr euch das schon mal gefragt, wie bekomme ich denn diesen schönen Zeitstrahl, den ich gefunden oder erstellt habe, raus auf Papier und das Ganze am besten noch in Postergröße. Darum geht's heute. Ich zeige euch, wie das funktioniert und worauf ihr achten müsst. Ich öffne mir zunächst die Timeline, die ich ausdrucken möchte. Dazu öffne ich hier die Geschichte Deutschlands. Dann gehe ich auf Mehr und auf Drucken und Bildexport. Jetzt erscheint ein Fenster, in dem ich einige Einstellungen machen kann. Das lasse ich fürs Erste so und gehe auf Drucken. Und dann kommt das eigentliche Browserdruckfenster. Das sieht bei euch vielleicht ein bisschen anders aus, je nachdem, welchen Browser ihr verwendet. Das hier ist jetzt das Druckfenster vom Chrome Browser unter Windows. Beim Edge schaut das so aus. Und beim Firefox, da haben wir leider gar keine Vorschau. Ihr seht, das ist jetzt eingangs so eingerichtet, dass die Timeline genau auf eine Seite passt. Wechsle ich auf das Hochformat, dann verkleinert sich die Timeline entsprechend. Und von dieser Vorschau könnt ihr dann den Druck anstoßen, wenn ihr alles eingerichtet habt. Ich breche das Ganze jetzt hier mal ab, weil ich euch noch zeigen möchte, was ihr vor dem Druck noch machen könnt. Ihr könnt nämlich eure Timeline vorher noch filtern, sodass gar nicht alles auf dem Ausdruck erscheint. Das mache ich jetzt mit den beiden Balken für die Einwanderung von Völkern. Die möchte ich gar nicht auf meinem Ausdruck erscheinen lassen, also entferne ich sie mit dem Filter und gehe wieder zum Drucken zurück. Jetzt seht ihr hier unten neben dem Button zum Ausdruck auch noch einen Button für den Bildexport. Wenn ich da drauf klicke, dann bekomme ich ein Bild im PNG-Format. Das könnt ihr nehmen und an ein professionelles Druckunternehmen senden, MyPoster, Poster XXL oder was auch immer, und die drucken das dann für euch großformatig aus. Für so einen großformatigen Druck sollte natürlich auch die Auflösung passen und die könnt ihr hier oben wählen, indem ihr zunächst die Breite eurer Timeline auswählt. Das geht bis zu 20.000 Pixeln. Und dann die Grundhöhe eines Ereignisses wählt. Ihr könnt nicht die Höhe der Timeline auswählen, da die Ereignisse ja automatisch angeordnet werden und die Höhe sich dadurch aus dem ausgewählten Sichtbereich und der Grundhöhe eines Ereignisses bestimmt. Und den Zeitbereich, der ausgedruckt werden soll, den lasse ich wie vom System vorgeschlagen. Es kann jetzt sein, dass ihr eine recht lange Beschriftung am Balken habt. Sagen wir mal, die wäre so lang, dass sie über die komplette Breite des Bildschirms geht. Dann könnt ihr auch nicht durch die Auswahl eines großen Zeitfensters alles auf das Bild bekommen. Deswegen könnt ihr hier einen Überstand auswählen und um den wird dann der Bereich kleiner, auf den der ausgewählte Zeitbereich gedruckt wird und entsprechend mehr Platz habt ihr für lange Beschriftungen. Wenn ich also hier zum Beispiel 10.000 eingebe, dann hätte ich die zweite Hälfte des Bildes noch frei, falls ich lange Texte an meinen Ereignissen habe. Ich mache das aber für mein Beispiel mal wieder zurück auf 0. Es ist euch sicherlich schon aufgefallen, dass es kein Hintergrundbild in der Vorschau gibt, beziehungsweise auch wenn wir nur einen normalen dunklen Hintergrund in der Timeline gehabt hätten, ist dieser jetzt beim Ausdruck plötzlich weiß. Und auch die Beschriftung, die vorher weiß war, ist jetzt schwarz. Das ist einfach deswegen so, damit ihr farbschonender drucken könnt und auf dem Ausdruck ist schwarz auf weiß einfach besser zu lesen. Aus diesem Grund ist auch die Schattierung der Ereignisse am Anfang ausgeschaltet. Die kann ich jetzt hier wieder einschalten und ihr könnt hier auch das Häkchen für den transparenten Hintergrund setzen. Dann wird das Bild in den Originalfarben exportiert, also mit weißer Schrift, aber statt des Hintergrundes ist das Bild einfach transparent. Damit könnt ihr mit einem Bildbearbeitungsprogramm jeden beliebigen Hintergrund setzen. Ich zeige euch das beispielsweise mit GIMP. Bildexport, dann GIMP starten und das Bild damit öffnen. Und euer gewünschtes Hintergrundbild als eine Ebene unter euren Zeitstrahl legen. Falls nötig noch skalieren. Und fertig. Nun habt ihr ein hochaufgelöstes Bild und damit könnt ihr zum Drucker eures Vertrauens gehen und euch das ausdrucken lassen. Ihr wollt euch das Geld aber vielleicht lieber sparen und euch reicht es aus, dass ihr so eine Timeline über mehrere Seiten hinweg ausdruckt und dann selbst zusammenklebt. Wie geht das?
Hier unten gibt es noch eine Einstellung, mit der ihr sagen könnt, wie euer Bild zusammengeschnitten werden soll. Also ich möchte zum Beispiel, dass meine Timeline in der Breite in zwei gleiche Teile geschnitten wird und ihr seht, es würde mir jetzt zwei Seiten ausdrucken, die ich dann zuschneiden und zusammenkleben könnte. Dadurch, dass die einzelnen Teile immer auf die volle Breite einer Seite skaliert werden, wird natürlich auch die Höhe skaliert. Das heißt, mache ich jetzt eine Aufteilung in vier Teile, dann passiert in meinem Beispiel plötzlich Folgendes. Ich brauche nämlich sechs Seiten für den Druck, weil ein Teil in der Höhe über anderthalb DIN A4 Seiten geht. Was muss ich machen, damit ich wieder eine Seite pro Bildteil für meinen Druck bekomme? Ich reduziere einfach die Höhe der Balken. Damit wird jetzt diese Timeline auf 4 DIN A4 Seiten im Querformat gedruckt. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit eurem neuen Poster. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, falls euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, damit ihr auch das nächste Video nicht verpasst. Und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.